FC Homburg musste heute auf die Gelbsünder Wojcicki und Elgut verzichten. Dennoch peilen die Grün-Weißen ja wieder das Fußball-Oberhaus an. Wir haben uns vor dem Spiel ein wenig umgehört. Was meinten denn die Fans von Homburg? Schön wäre es ja nicht, aber ich weiß nicht, ob sie es schaffen. Ja, ich hoffe es. Ich hoffe es. Ja, wir hoffen es. Gell? Es wäre sportlich zu früh. Ich hoffe, du bist trotzdem. Man hofft also in Homburg und dazu musste natürlich gegen die Schwarz-Gelben aus Aachen gefeitet und gepunktet werden. Nun, in der Anfangsphase lief nicht allzu viel zusammen. Die Homburger kamen gegen die stabile Tivoli-Elf nicht so recht in Schwung. Standardsituationen bestimmten zunächst die Szene. Die Partie lief hier etwa 8 Minuten, viel Mittelfeldgeplänkel, dann endlich mal steil Jürgeleit auf Hoffmann, der von Gresens nur so gebremst werden konnte. Klare Sache auch für den unparteiischen Amarell aus München. Freistoß für den Tabellenzweiten. Hoffmann führte aus und Peer Essers mit seiner großen Chance im Waldstadion, übrigens rund 7000 Zuschauer. Die nächste Möglichkeit für die Saarländer leitete nach 22 Minuten Kairis ein. Elmrich direkt genommen in den Lauf von Jürgeleit gespielt. Der harmlose Roller für Johannes Kau kein Problem. 5 Minuten später wieder Freistoß für die Platzherren. Elmrich, Hoffmann und diesmal macht es Jürgeleit perfekt. Das 1:0, die bis dahin verdiente Führung, die wir uns natürlich noch einmal aus anderer Perspektive ansehen. Zunächst abgefälscht, wieder Hoffmann und Daniel Jürgeleit. War damit der Knoten geplatzt? Nun, die Antwort der Gäste kam prompt. Die Homburger schauten tatenlos zu. Scherer aus dem Kasten und seine Vorderleute mussten retten. Das hätte ins Auge gehen können, so aber blieb es bis zum Pausenpfiff beim 1:0. Die zweite Halbzeit und 5 Minuten waren gespielt. Und so machten es die Grün-Weißen. Und so die Gäste aus Aachen, Konter mit dem schwergewichtigen Delzepich. Sendscheid und spätestens hier machte sich das Fehlen von Wojcicki bemerkbar. Scherer zu weit nach vorn geeilt, Gelzepich erkannte das, hatte keine Mühe zum 1:1 Ausgleich einzulupfen. Man sollte Scherer nicht alleine die Schuld geben, die Situation hätte zuvor bereinigt werden können. Jubel beim Anhang und die nächste Möglichkeit für die Gäste aus Aachen. Dann wieder die Homburger. Glänzend gemacht in dieser Szene. Da musste sich der Schlussmann der Gäste schon ganz lang machen. Dann noch 2 bemerkenswerte Szenen aus der Schlussphase, die in beiden Lagern viel Aufsehen erregte. Kairis mit der Nummer 8, Allerweltsfaul, und der Amarell nestelte an seiner Hosentasche herum. Und das ist ja meist ein sicheres Zeichen für die rote Karte. Die zückte er dann auch, die 7000, und einer ließen Dampf ab. Kairis meinte? Ich weiß nicht, ich mache einen Foul, aber die Qualifikation, rote Karte, ich weiß nicht warum. Gelb hätte auch genügt. Gelb genug ist. Aber 2-mal gelb gibt es ja leider nicht im Fußball. Dennoch die Entscheidung von Herrn Amarell ein wenig zu hart, wie ich meine. 10 Minuten vor Ende der Partie, die übrigens unentschieden 1:1 ausging, ein nicht durch uns dokumentierbares Foul von Zimmermann an Gerstner. Auch dafür erhielt der Extrabrücker die rote Karte. Das war der letzte Höhepunkt in einer meist bescheiden geführten Partie. Trainer Neururer nahm Zimmermann mit, aber auch einen wichtigen Zähler aus Homburg. Zimmermann selbst. Rote Karte war unberechtigt. Wir hatten einen Angriff auf der rechten Seite über den Andreas Brandt. Und der Thomas Gerstner wollte den angreifen und ich war ihm im Weg gestanden und ist der Thomas Gerstner auf mich aufgelaufen und ist hingefallen. Er war dann auch später mit mir beim Schiedsrichter in der Kabine und hat das bestätigt, weil der Linienrichter hat gesagt, ich hätte mit dem Ellbogen geschlagen und der Thomas Gerstner von Homburg sagt selbst, das war ein Witz. Ne? An die Spitze.